So, dann speichere ich mal eben. 76% schon. Ja, ist schon bald vorbei, das Spiel, wa? Ja, wo gehe ich denn jetzt zuerst rein? Ach so, Hinweis lesen habe ich ja schon. Ja, gehe ich mal hier rein. So, ja, mal sehen, ob die Alte jetzt da ist. 5 Minuten sind ja schon längst vorbei. Aha. Willkommen in der Oh Gott. magischen Menagerie, Mr. Potter. Ich habe Sie schon Ach, erwartet. echt? Diese drei Warzen kosten eine Galeone. Zuerst müssen Sie jedoch meine violette Riesenkröte finden. Ich habe gerade erst eine Lieferung rausgeschickt und meine violette Riesenkröte hat sich entschlossen, sich unter den Kisten zu verstecken. Oh nein. Wenn Sie sie gefunden haben, verwenden Sie einen Weiche-Zurückflug, um sie zu betäuben. Verwenden Sie Aha. den Zauber erneut, um die Warzen zu entfernen. Beeilen Sie sich! Sie mag es nicht besonders, wenn man ihr Warzen abpflückt. Sie wird verschwinden, nur um sie zu ärgern. Okay, also ich bezahle quasi Geld dafür, dass ich jetzt hier. Ich muss irgendwas mit den Kisten machen, ne? Hä? Was muss ich denn jetzt? Oder muss ich auch hochgehen? Ich darf jetzt also Geld dafür bezahlen, dass ich hier selber mich um die Ware kümmern darf, oder was? Da ist was. Los, du Scheißkröte. Ich hab dich. Hä? Eine habe ich. Okay. Hä? Ach so, ich habe pro für eine Warze habe ich Zeit. Okay. Mal sehen. Ich finde dich. Ach komm, ich zerstöre einfach mal hier alle Kisten. Ist doch egal. Mit oh. Ihren schlecht getimten Flüchen werden Sie noch mein ganzes Geschäft zerstören. Fangen Sie noch einmal an und seien Sie diesmal bitte etwas vorsichtiger. Mein Gott, mecker nicht so viel. Die Olle. Und wo ist jetzt meine Warze? Warum nimmst du mir die jetzt weg, die Blöde? Ah, die hätte sie mir doch geben können. Gott, olle Schrulle, ey. Mit ihren fettigen Haaren und dem. Was hat die da überhaupt an? Wo war die überhaupt? Bestimmt war die kacken eine Runde. Entschuldigung, ich bin gerade kacken. Das dauert 5 Minuten. So. Hier. Dann ich lasse sie gleich wieder. Sie müssen vorsichtiger sein. Mein Laden. Ja, ist ja echt toll, ey. Ja, das Geld behalte ich dann. Das müsste ja hier selber mich bedienen. 3 Warzen. Wie ich sehe, haben Sie jetzt Ihre Warzen. Vielen Dank für Ihren Besuch, Mr. Potter. Auf Wiedersehen. Ja, alte Schrulle, ey. Und die wusste das mal wieder, dass ich da hingehe. Woher wissen die das alle? Was geht hier eigentlich vor sich? Das ist doch nicht richtig hier. So, die Warzen haben wir. Gut, jetzt stehen hier schon wieder Leute. Hier ist doch eh alles zu Ollivander, dem Besten. Mein bester Kumpel. Ah, wie ich sehe, haben Sie die 3 Knuts. Doch, 3. Gehen Sie sich ruhig Ihre Pfauenfedern holen. Mein Pfau ist im Garten. Ich würde Ihnen raten, sich an ihn heranzuschleichen. Wenn er sich erschreckt, senkt er nämlich seine Federn herunter. Aha. Ich muss Sie warnen. Verwenden Sie bei einem Pfau niemals Ihren Zauberstab. Okay. Sie könnten sich selbst verletzen. Ja, das wollen wir nicht. Sehen Sie sich gut um. Hier stehen Kisten mit Sachen herum, die ich schon längst vergessen habe. Aha. Ja, dann kann ich sie doch auch kaputt machen, oder nicht? Die Musik ist echt gut. Wie, ich muss mich anschleichen? Die Musik ist toll. Wo ist der V? Da ist er. Wie, und jetzt? Wie er einfach wegrennt. Hä? Ja, was muss ich denn jetzt machen? Hä? Und jetzt? Hä, das verstehe ich nicht. Der rennt immer weg.
Bleib doch mal stehen, bitte. Jetzt hab ich's. Gib mir die Feder. Komm her. Komm her, du Vieh. Jetzt bleib stehen. Blöder Gockel. Jetzt bleib doch. Da, ich hab eine. Ah, okay, ich muss also ganz nah bei ihm bleiben, bis sich das, der Balken da links füllt. Jetzt warte doch! Bleib stehen! Warum bist du eigentlich blau? Jetzt bleib doch! Soll ich mich denn da ranschleichen? Der rennt sofort weg. Gib mir die Feder jetzt! Oh, du Blödes. Ich glaube, ich darf es gleich nochmal versuchen. Achso, kann ich vielleicht... Was ist hier? Ich glaube, das findet Ollivander nicht so toll. Der meckert dann bestimmt. Ja, mal sehen. Vielleicht kriege ich die letzte auch noch. Jetzt. Oh Mann, ich hatte sie doch fast. Oh, ich glaube, ich schaff's nicht, oder? Dieses Blöde hört sich an wie ein Huhn hier. Oh, zum Glück. Drei, ne? Sie haben sich drei Federn geholt? Oh, ich wusste, dass Sie es schaffen würden. Ja, aber warum muss ich denen dann Geld geben dafür, dass ich mich da selbst drum kümmern muss? Ey, unmöglich. Also ich finde das... Nee, also finde ich nicht okay. Da werde ich erstmal eine Beschwerde einreichen hier beim... Wo auch immer. So, und jetzt muss ich noch... hier war zu, ne? Hier, Eilops. Oder wie? Ja, mal sehen, was ich da machen muss. Ich will das Geld behalten. Oder die süße Eule. Hallo. Ausgezeichnet. Ja. Sie haben drei Sickel. Damit können Sie sich eine Uhu-Feder kaufen. Drei? Mein Uhu ist in der Eulerei. Aber er ist ziemlich nervös. Er muss noch gefüttert werden, bevor Sie eine seiner Federn haben können. Mhm. Sein Futter liegt auf dem Tisch in der Eulerei. Der Wingardium Leviosa-Zauber hilft Ihnen dabei, den Uhu damit zu füttern. Verzaubern Sie das Futter, indem Sie auf die X-Taste drücken und bewegen Sie es mit den Richtungstasten zum Uhu hin. Ja, komm. Wenn der Uhu satt ist, macht er erstmal ein Nickerchen. Mhm, schön. Sie können dann denselben Zauber verwenden, um die Feder in Ihren Besitz zu bringen. Viel Glück, Mr. Potter. Mhm. Gott, wie sieht der überhaupt aus? Wie Voldemort. Das ist der bestimmt auch. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, was ist denn hier? Ah ja. Oh nee, ey. Wo ist das Kackfutter jetzt? Da. Wingardium Leviosa. Oh, und die anderen, die fressen das bestimmt weg, ne? Oh nein, oh, das ist ja blöd. Hier, bitteschön. Aha, hat noch nicht gereicht. Wingardium Leviosa. Aber die Musik mag ich. Die ist lustig. Hier, bitte. Oh, noch mehr. Wingardium Leviosa. Oh, jetzt muss aber dann reichen, ne? Ja, komm, geht mal weg hier. Ist nicht für euch. Bitteschön, hier. Jawohl, die Feder. Episch. Wingardium Leviosa. Yeah. Yeah. Wunderbar, wunderbar. Und ich darf raus, sehr schön. Ah, ich sehe, Sie haben die Feder bekommen. Gut gemacht und vielen Dank. Ja, das Geld... Beehren Sie mich bald wieder, Mr. Potter. Und viele Grüße an Hedwig. Wiedersehen. Ach stimmt, die ist von ihm. Ja. Ja, toll. Naja. Schon sehr seltsam hier alles.
Aha, Herr Goetz. Klar, war ja klar, dass du ausgerechnet jetzt hierher kommen musst. Gut gemacht, Harry. Lass uns zurück nach Hogwarts gehen, damit wir den armen Norbert heilen können. Ja, klar. Du erstmal fett saufen, oder was? Endlich wieder zu Hause. Geben jetzt Norbert das Drachentonikum. Ja, wer hat das gemacht eigentlich? Wer hat denn das hergestellt? Oh. Wir haben's geschafft, Harry. Norbert ist wieder wohlauf. Ah, ja, klar. Gott sei Dank. War so besorgt. Bin ja froh, dass es ihm besser geht, aber auch irgendwie traurig. Er ist jetzt alt genug, um sein Nest zu verlassen und für sich selbst zu sorgen. Er will jetzt für sich selbst sorgen, der Kleine. Will ihn aber hier behalten, damit ich mich um ihn kümmern kann. Ja, was denn nun? Der ist doch noch genauso klein wie vorher. Oh, die Geschichte geht weiter. Harry, Ron und Hermine verbrachten einen großen Teil ihrer Freizeit in Hagrids Hütte und versuchten, ihn davon zu überzeugen, dass er Norbert, seinen heißgeliebten Drachen, nicht behalten könne. Genau. Ja, weiter. Ja, und weiter? Schließlich, nachdem die drei lange auf ihn eingeredet hatten, gelang es ihnen, Hagrid zu überzeugen. In dieser Nacht brachte Harry Norbert zum höchsten Turm. Und wer sind die Leute? Rons Bruder, Charlie, hatte dafür gesorgt, dass der Drache auf dem höchsten Turm abgeholt und von dort aus nach Rumänien gebracht wurde. Als die Sache mit Norbert erledigt war, wurde Harry von Professor McGonagall geschnappt und bestraft. Malfoy war daran natürlich nicht ganz unschuldig. Zur Strafe wurde Harry in den verbotenen Wald geschickt, um dort nach einem verletzten Einhorn zu suchen. Also das ist natürlich schon alles echt ein bisschen komisch, ne? Einfach so, ja, und er ging erstmal, ich laber gleich. Suchen am besten getrennt nach dem Einhorn, Harry. Verletzte Einhörner findet man am besten, wenn man der silbernen Blutspur folgt. Aha. Müsste eigentlich gut zu sehen sein bei diesem Mondlicht. Folgt den silbernen Blutspuren, ja, das Einhorn zu finden. Du musst es mir nicht zweimal sagen. Sei vorsichtig. Im Wald lauern viele Gefahren. Ja, kein Problem. Geh jetzt besser. Draco, der verzogene Bengel, wartet mit Fang auf mich. Ja, der Blödmann. Wenn ich nicht bald zurück bin, hat Fang ihn möglicherweise aufgefressen. Also, was ich halt nicht verstehe, ich meine, klar, man kennt die Story, ne? Aber dann einfach, wo ist eigentlich Hagrid gerade hingegangen? Hier ist doch nichts. Oh. Ja, das fängt halt an. Ja, und dann war auf einmal Charlie da. Der hat den Drachen nach Rumänien gebracht. Und Harry wurde dann auf einmal von Professor McGonagall geschnappt. Und Draco war daran nicht ganz unschuldig. Was hat er denn damit zu tun? Ich meine, Draco hat natürlich Harry dabei beobachtet und hat gepetzt. Weil er selber unterwegs war. Im Dunkel, also nachts draußen. Und wurde natürlich mitbestraft. Ja, aber das erwähnen die hier alles nicht. So, Blutspur. Incendio! Ach nee, nicht schon wieder. Kann ich hiermit was machen? Nee, ne? Ja, der verbotene Wald. Ah. Zack. Einfach mal umnieten. Kein Problem. Ja, ist schon gruselig. Echt total unheimlich. 90 Bohnen. Oh. Oh ja, klar. Hä? Mit so Gitter? Ah ja, natürlich. Gitter im Waldboden. Ist doch klar. Ist doch logisch. Hat man doch immer. Hier, nimm das. So, natürlich die Bohnen alle einsammeln, ne? Wir müssen ja 100 haben. Incendio!
um das Passwort zu kriegen. Na klar. Na gut. Dann geht's halt weiter hier. Ja, mach mal. Muss es nicht immer zeigen. Jetzt mach. So. Einfach mal mitnehmen. Oh, gleich zwei Eingänge. Oh, nee. Oh. Incendio. Incendio. So, dann gehe ich aber erstmal hier lang, weil hier geht's zwar nicht weiter. Also, ne? Aber hier ist bestimmt was. Ach ja, hat sich ja voll gelohnt. Ein Kessel steht natürlich auch mitten im Wald. Ist doch klar. Logisch, ne? Würde ich auch dahin stellen. Ach. Aha. Lependo! Hä? Ach du Scheiße. Lependo! Ach so. Ich muss ihn also in den... Ja. In seinen Hinterteil treffen. Ja, klar. Ist doch logisch. Na, lass mal. Verdammt. Hä, ich treffe doch die ganze Zeit. Oh, Mensch, ey. Oh, schon wieder. Ich verstehe das gar nicht. Ich treff doch die ganze Zeit. Ach so, ich darf... Ja, egal. Ah, toll. Was ist jetzt hier? Ach, da geht's weiter auch. Hier war doch irgendwo... Ich gehe mal zurück, oder? Nee. Ich dachte... Na, ist ja auch egal, Mann. Gehe ich jetzt halt hier... Ja, ist schon unheimlich. Hä? Oh Gott. Ah, Potter. Hagrid, der alte Trampel, hat mir gesagt, ich soll dir ausrichten, dass wir das Einhorn noch nicht gefunden haben. Ich glaube, Hagrid würde noch nicht einmal die Stiefel an seinen Füßen finden. Verlauf dich nicht, Potter. Vergiss nicht, hier im Wald ist es ziemlich gefährlich. Ich geh weg. Ja, toll. Toll, Malfoy. Toll. Ja, speichern mal eben. Ach ja, ist schon super. 80%. Fast durchgezockt. Nicht schlecht, Herr Specht. Incendio! So, ja, hier... Wie konnte Draco es überhaupt so weit schaffen? Ja, Frösche, sehr gut. Oh, da ist schon wieder so ein Kackvieh. Passt ja auch wirklich. Nee, lass mal. Lass mich mal. Lass mal! Also ich darf den Zauber nicht aufladen, oder wie? Verstehe ich nicht. Der ist doch aber stärker, der Zauber. Ja, ist gut. So, diesmal hat es besser geklappt. Ja, weiter geht's, weiter geht's. La la la. Ach so. Hey, jetzt ist er auf einmal da. Was denn jetzt? Hast also die Blutspur des Einhorns gefunden, oh, Harry? Oh, Hagrid, ey. Weiß wirklich nicht, was die Einhörner getötet haben könnte. Hab nie zuvor von so etwas gehört. In diesem Wald gibt es etwas, das nicht hier sein sollte. Sei vorsichtig und bleib auf dem Weg. Ruf mich, wenn du was findest. Ja, Hagrid, du bist echt toll. Ruf mich?
Ja, du gehst doch jetzt wieder weg. Und hast also die Blutspur gefunden. Ja, natürlich habe ich sie gefunden. Ja, ich hab einfach... Ach, Hagrid, ey. Oh, Mann, der ist so dumm. Der hat doch gesagt, ich soll der Blutspur folgen. Und dann, oh, du hast die Blutspur gefunden. Also... Oh, Mann, ey. Oh, nee. Das ist mir nix. Da geht's... Oh Gott, ey, das... Ja, dann gehe ich hier lang, wo es nicht weitergeht eigentlich. Wird sich bestimmt lohnen. Oh, natürlich. Na klar. Oh. Hä? Och Mann, gepennt oder wie? Oh, jetzt treffe ich den wieder nicht. Ach, das macht keinen Spaß. Ich verstehe das nicht. Ich stehe doch da! Ich kapiere das nicht. Oh, Mann. Ich gehe gleich einfach wieder. Ist mir hier echt zu blöd. Ah, jetzt. Okay. So, jetzt noch einmal. Und komm, mach mal. Jawohl. So muss es. So, ja. Ganz toll.